Das Geheimnis liegt in der Drehbewegung. Ein mit Kupferdraht umwickeltes, mit Kollektoren und Bürsten versehenes Rad erzeugt Strom, wenn es um einen Eisenkern rotiert. Führt man hingegen von außen Strom zu, so beginnt sich das elektromagnetische Rad zu drehen. Das Prinzip des Elektromotors. Forscher aus aller Welt waren um die Mitte des 19. Jahrhunderts bemüht, dieses Prinzip in die Praxis umzusetzen. Einer von ihnen war der Südtiroler Johann Krafogel. Er konstruierte gleich mehrere solcher Krafträder. Mit 0,04 PS war die Leistung noch recht bescheiden. Doch die Lösung des Problems war gefunden. Das Geburtshaus von Krafogel steht in Lana, heute Ansitz Rosengarten. Hier erblickte er im Jahr 1823 das Licht der Welt. Er ist ein Kind unserer Gemeinde, so wie andere auch, aber sein Wirkungsgrad, seine Arbeit, das, was er erfunden hat, wirkt weit darüber hinaus. Sein Vater war hier angestellt am Bezirksgericht in Lana, jedoch verlor er schon sehr früh beide Eltern und kam als Waisenkind zu Verwandten nach Algund. Er war eigentlich technisch interessiert, hat sich schon verschiedene naturwissenschaftliche Bücher damals in der Bibliothek in Meran bei den Benediktinern ausgeliehen und hat darin gestöbert, gesucht. Er hat eben nachts über die Sterne beobachtet, also er war ein sogenannter Tüftler, könnte man sagen. Dieses Talent kam eigentlich schon sehr früh zutage bei ihm. Bereits um das Jahr 1860 begann Krafogel mit seinen Krafträdern zu experimentieren. Er wusste, dass auch der Amerikaner Page, der Italiener Pacinotti und die Deutschen Siemens und Jacobi an der Entwicklung eines Elektromotors arbeiteten. Seiner sollte mit einem Wirkungsgrad von 20% der bis dahin effizienteste sein. Doch weil er das Geheimnis seines Kraftrades aus Angst vor Plagiaten nicht preisgab, wurde er auf der Pariser Weltausstellung 1867 zwar gefeiert und mit einer silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet, der wirtschaftliche Erfolg aber blieb aus. Er war einfach zu wenig geschäftstüchtig. Er verstand es nicht, seine Erfindungen an den Mann zu bringen. Deshalb hat er es auch nie verstanden, größere Produktionen von seinen Erfindungen an den Mann zu bringen. Es sind damals bei der Weltausstellung in Paris einige Herren an ihn herangetreten, wollten Patente von ihm abkaufen, aber er hat sich einfach nicht durchringen können. Er war zu wenig geschäftstüchtig. Kaum geschäftstüchtig, dafür ein Erfinder mit Visionen, der die Entwicklung der Technik vorausahnte. Wir werden es noch erleben, sagte Krafogel, dass die Eisenbahn keine Kohlen mehr braucht und die Kutschen ohne Pferde fahren werden. Er sollte Recht behalten. Sein Beitrag dazu war eine pressluftgetriebene Lokomotive, die nach seinem Tod im Tunnel und Bergbau zum Einsatz kommen sollte. Das Modell dieses Pressluftfahrzeuges ist im Zeughaus in Innsbruck zu sehen. Also bei uns hier im Museum im Zeughaus ist ja schon aufgrund der vorhandenen Objekte der Tiroler Erfinder schon eine Heimat sozusagen gegeben. Wir versuchen, und das versucht das Ferdinandeum ja seit Anbeginn, auch wichtige technische Dinge, die Tiroler Herkunft sind, eben zu sammeln, auch zu präsentieren. Es gibt bei uns selbstverständlich auch museumspädagogische Aktionen für Schulen und Gruppen zu diesem Thema, zu den Tiroler Erfindern. Sie stehen bei uns also schon museumspädagogisch gesehen sehr stark im Mittelpunkt. Zum Kreis der Tiroler Erfinder gehört auch Jakob Eisendle, im Zeughaus mit einem Mappierungsgerät zur Geländevermessung vertreten. Der Bauer, Mechaniker und Erfinder aus Pflersch, ein Zeitgenosse Krafogels, machte mit seinem praktischen Hausverstand fehlendes theoretisches Wissen wett. Den Nachbau einer funktionierenden Nähmaschine bewältigte er, ohne je das Original gesehen zu haben. Wenn man direkt an der mit der praktischen Seite sozusagen konfrontiert ist, dann ist man auch praxisorientierter im Arbeiten. Wobei man schon dazu sagen muss, dass diese Leute und ja auch Krafogel schon auch einen theoretischen Hintergrund sich nach und nach angeeignet haben.
Dieser theoretische Hintergrund war die Basis weiterer Erfindungen, von denen er freilich keine wirtschaftlich verwerten konnte. Weder die Quecksilberpumpe, die heute in der Jesuitenuniversität in Quito in Ecuador steht, noch ein Schnellfeuergewehr mit 60 Schuss in der Minute brachten ihm Geld. Gerade bei diesem Schnellfeuergewehr, damals beim Militär noch nicht die Wirkung in dem Sinn erkannt worden, dass wenn ich natürlich 60 Schuss in der Minute loslasse, ich jetzt nicht zielgerecht etwas treffen muss, sondern ja relativ großflächig damit sozusagen die Gegend mit Schüssen bestreuen kann, wenn ich so will. Ja. Nach Lana, Imst und Innsbruck war Brixen die letzte Station im Leben des Erfinders. Bereits etwas kränklich reparierte er ab 1877 in seiner einfachen Werkstatt elektrische Apparate und bastelte an neuen weiter. Oft begnügte er sich mit etwas Brot und einem Glas Bier am Tag. Als das neu eröffnete bischöfliche Knabenseminar Vincentinum technische Lehrmittel für den Physikunterricht benötigte, war Grafvogel zur Stelle. Er baute Induktoren, Dynamomaschinen, magnetelektrische Rotationsapparate und weitere Geräte zu Demonstrationszwecken. Die Grafvogel-Lehrmittel wanderten in das gut bestückte physikalische Kabinett der Schule und werden noch heute im Unterricht verwendet. Unsere Schule hat eine größere physikalische Sammlung, dieses sogenannte physikalische Kabinett. Und die Geräte sind zwar alt, aber funktionieren noch tadellos und werden in Demonstrationsversuchen immer wieder den Schülern gezeigt. Und der große Vorteil bei diesen Geräten sind halt, dass sie praktisch den Schülern einen guten Einblick geben, wie die Technik sich entwickelt hat in den Laufe der letzten 100, 200 Jahre. Wir haben sehr viele altertümliche Instrumente und Geräte, welche jetzt vom Grafvogel waren oder sind, ist jetzt manchmal schwer zu bestimmen, weil einige beschriftet sind, bei anderen kann man nur vermuten, ob sie von Grafvogel erfunden oder entwickelt worden sind. Nicht alles, was das Etikett Grafvogel trägt, stammt vom Erfinder, denn auch sein Neffe Josef Grafvogel arbeitete für das Vincentinum. Eine wissenschaftliche Bestandaufnahme seiner Hinterlassenschaft wäre angebracht. Ebenso wie die Trennung von Dichtung und Wahrheit in der Schilderung seines Erfinderschicksals. Das ist im Allgemeinen so, dass bei solchen Persönlichkeiten, die etwas Bestimmtes ausstrahlen, und in dem Fall ist es sicher eine gewisse Genialität, die man Johann Grafvogel auf keinen Fall absprechen kann, dass die im Nachhinein dann ganz gern oft einmal auch Geschichten erfunden werden, die man jetzt nicht hundertprozentig belegen, auch nicht wissenschaftlich belegen kann. Belegt ist, dass Johann Grafvogel im Alter von 65 Jahren in Brixen starb und begleitet von wenigen Freunden zu Grabe getragen wurde. Heute erinnert eine Gedenktafel an den Miterfinder des Elektromotors. Musik.